Ja, dann darf ich Sie recht herzlich zu unserem Sonderarbeitskreis Pauschalbedingte Unterstützungskasse, der erste im Jahr 2012, recht herzlich begrüßen. Ja, den Sonderarbeitskreis haben wir ins Leben gerufen, um einfach eine gewisse Start-up-Veranstaltung im neuen Jahr zu beginnen. Im neuen Jahr deshalb, weil die Pauschalbedingte Unterstützungskasse im Jahr eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr an absolut massiven Schwung gewinnt und die Rahmenbedingungen für die pauschalnotierte Unterstützungskasse, das wirtschaftliche Umfeld für die pauschalnotierte Unterstützungskasse eigentlich immer wichtiger und immer interessanter wird. Und das wirtschaftliche Umfeld, das sind im Prinzip drei Themen. Das sind einfach die Banken, die Bankenseite. Wir haben momentan eine extrem restriktive Kreditpolitik. Die Unternehmer beschweren sich immer mehr, wie schwierig es ist, Kredite aufrechtzuerhalten, neue Kredite zu bekommen, Kontokredite verlängern zu bekommen, Mezzanin zu bekommen, irgendetwas im Finanzierungsweg zu erreichen. Das stärkt natürlich wahnsinnig das Verlangen nach Innenfinanzierung, nach alternativer Mittelherkunft. Und die pauschalnotierte Unterstützungskasse ist hier in idealtypischer Weise ein Instrument, wie Mittel generiert werden können, die in einer Bilanz wahlweise als Eigenkapital oder als Fremdkapital dargestellt werden. Wir haben die Situation der Versicherungen, intransparente, teilweise schlechte Leistungen seit 2012, nochmal gesunkene Renditen, nochmal gesunkene Garantieverzinsungen. Das ist mit Sicherheit ein Thema, für viele auch natürlich ein Thema, dass eine Versicherung praktisch quasi per Gesetz gezwungen ist, in Staatsanleihen zu investieren. Und in Staatsanleihen sind oft auch Staatsanleihen, die nicht gerade die sichersten ist, wobei man sich immer die Frage stellen muss, welche Staatsanleihen sind überhaupt noch wirklich hinreichend sicher. Und wir haben natürlich die Unternehmensseite mit dem Thema Mitarbeiterbindung, Fachkräfte, Führungskräftegewinnung, die immer wichtiger wird, die immer bedeutender wird. Wenn man ein Gespräch gehabt bei einer großen Kanzlei letzte Woche und haben die pauschalnotierte Unterstützungszeit vorgestellt, die haben sie gekannt, die wollten sie im Prinzip auch haben, auch für verschiedene Mandanten einsetzen. Und da war der ganz klare Fokus, Mitarbeiterbindung noch vor dem Thema Innenfinanzierung, Liquidität, weil gerade die Mitarbeiterbindung idealtypisch erreicht werden kann durch tendenziell höhere Zusagen, durch interessantere Konstruktionen, eigentlich durch bessere Renditen für den Mitarbeiter und gleichzeitig die Vorteile für den Arbeitgeber, die nicht zu vergessen ist. Und damit ist natürlich dann die BAV nicht bloß eine fehlende Pflichterfüllung, sondern wirklich betriebswirtschaftlicher Mehrfachnutzen, den man letztendlich erreichen kann, betriebswirtschaftliche, personalpolitische, finanzwirtschaftliche und auch steuerliche Effekte, die man hier relativ flexibel und wirklich individuell eingestellt erreichen kann.